kommt doch bitte mal raus, Kollegen, ja? Also, was machen wir nun? Tja, also wie die rangegangen ist, die ist nicht fürs Archiv. Die ist schnell wieder an der Basis. Das ist eine echte Ausnahmesituation. So ein Idealbesuch. Also ideal ist der Besuch nicht. Es gibt ja keine Erfahrungswerte. Ruf doch mal an. Ist heute keiner da. Aber wenn wir jetzt was falsch machen, dann sind sie alle da. Krank ist keiner. Könnten wir ausfallen lassen. Was sagst denn du? Oh, komm, lass mich da raus. Ich hab ja meine schöne Stellung. Die Leute mögen mich. Mach du mal, du bist gewählt. Da bist du wieder. Bist du wieder fein raus? Also schön, wenn ich unbedingt was sagen soll. So ein Besuch von einem Ideal, das ist doch wie Staatsbesuch. Ne? Da haben wir schon unsere Erfahrungswerte. Ne? Wir zeigen unsere Schokoladenseiten. Dem Ideal das Ideal. Gut, also. Sie wissen ja, wie man sich bei einem Staatsbesuch benimmt. Ach ja, und die Eintrittskarten bitte nicht wegwerfen. Ja, darauf kommen Sie wieder rein, wenn das Ideal wieder entschwebt ist. Und dann zeigen wir Ihnen das richtige Programm. Alles klar? Gut. Danke. Ich schlage vor. Wir beginnen mit einer kleinen, zwanglosen Diskussion über unsere Erfolge. Soziale Sicherheit, nicht? Vollbeschäftigung, Wohnungsbauprogramm. Warum sagst du das mit so einem Unterton? Beten wir doch uns jeden Tag vor, ne? Ja, du willst es also nicht als Erfolg anerkennen, ne? Mensch, ich lebe mit meiner Alten auch 40 Jahre zusammen. Muss ihr nicht täglich vorbeten, dass sie die Schönste ist? Wenn uns das, was uns an der DDR noch nicht gefällt, gefallen würde, würde uns das, was uns an ihr gefällt, noch viel mehr gefallen. Ja? Also gut, ja. Ich schlage vor, dann diskutieren wir über die Frage, was gefällt uns so sehr an unserer schönen DDR? Ja. Einspruch. Zitat. Sozialen Fortschritt kann es nur geben, wenn man alle Fehler und Mängel schonungslos aufdeckt. Wo hat sie denn die Weisheit her? Gorbatschow. Ja. Und der hat's von Lenin und der hat's von Marx und Marx hat's eben. Aber sozialen Fortschritt kann es nur geben, Zitat, wenn man nicht nur kritisiert, sondern gleichzeitig auch nach zeitgemäßen Lösungen sucht. Auch Michael Gorbatschow. Ja, und im Interesse all unserer Klassiker schlage ich also vor, endlich mal die Frage zu diskutieren. Was gefällt uns noch nicht an unserer DDR? Fangt mal an. Wir? Hier? Jetzt? Aha. Ja, na ja. Also, ich bin der Ansicht, dass auch hier Hilmar als führende Rolle. Also gut, dann fange ich mal an. Moment mal, heiße Eisen in der Öffentlichkeit, hier an der Trennlinie, in unserer besonderen Situation, das kann ganz schön wehtun. Schmerz kann eine ganz schöne Triebkraft sein. Nee, Erfolg als Triebkraft, klar, aber Schmerz als Triebkraft, nee. Wisst ihr, wie ihr mir vorkommt? Da wollt ihr weite Sprünge machen und dann bremst ihr ab aus Angst zu übertreten. Also gut, fang ich mal an. Mir missfällt, dass man laufend wie ein dummer Junge behandelt wird, dem man nicht alles sagen kann. Dass man sich laufend verschaukelt vorkommt. Wenn ich zum Beispiel die Zeitung aufschlage. Ach, also die Zensur. Wir haben keine Zensur. Nein, Druckgenehmigungsverfahren. Ja,
Priorität übergeordneter Argumente. Also gut, nehmen wir das Wohnungsbauprogramm. Ja, die 3 Millionenste wurde übergeben. Alle Zeitungen voll davon. Aber wie viele Millionen durch falsche Baupläne, Fuscherei und Nacharbeit in den Gulli gehen? Da liest du kaum ein Wort. Jeder kleine Taschendieb hat eine Spalte im ND. Aber wenn bei einer Rekonstruktion 40.000 durch den Schornstein gehen, pro Wohnung... Schweigen im Blätterwald. Zusammenfassend kann man also sagen, eine Zensur, die keine Zensur ist, kann ganz schön verwirrend sein. Zitat. Demoralisierend ist die zensierte Presse. Die Regierung hört nur auf ihre eigene Stimme. Und sie weiß, dass sie nur ihre eigene Stimme hört. Und fixiert sich dennoch in der Täuschung, die Volksstimme zu hören. Und verlangt aber ebenso vom Volke, dass sie sich diese Täuschung fixiere. Karl Marx. Das ist einfach unfair. Unseren etablierten Sozialismus von heute an Marx von gestern zu messen. Ein etablierter Sozialismus ist schon ein Widerspruch in sich. Unsere Journalisten sollen also schreiben können, was sie von sich aus für wichtig und für richtig halten, ja? Die haben doch 4 Jahre studiert, dass sie das entscheiden können. Stell dir mal vor, einem Chirurgen wird vorgeschrieben, was er rauszunehmen und was er drin zu lassen. Lässt sich doch kein Chirurg vorschreiben. Ja, und warum dann die Journalisten? Das kannst du doch aber nicht vergleichen. Innereien sind ideologiefrei. Ach, das heißt also, sobald Ideologie im Spiele ist, ist Misstrauen im Spiel. Nein, ich würde es Wachsamkeit nennen. Hilmar, wer ohne Anweisung ruft, es lebe der Sozialismus, macht sich doch schon verdächtig. Dumm. Du musst doch aber zugeben, dass wir schon wesentlich offener geworden sind. Ja, wir waren auch schon mal so locker, dass wir vorgeschriebene Losungen abgeschafft hatten. Scheint sich aber nicht bewährt zu haben, jetzt werden sie wieder vorgegeben. Wir sind offener geworden und verklemmter. Ich kenne einen doppelt studierten Redakteur vom Fernsehen. Dem wird in der Adventszeit genau vorgeschrieben, ab wann er das Wort Weihnachten über den Sender zu bringen hat und wann und ob und wie viele brennende Kerzen er zeigen darf. Warum werden denn die Hochschulkader zu Weihnachtsmännern degradiert? Dann hat er eben einen überängstlichen Leiter. Und ich kenne einen Dekorateur, dem wird genauso vorgeschrieben, wie lange im November die Oktoberrevolution zu dauern hat und ab wann Weihnachten ausbricht. Mann, dann hat er eben auch einen überängstlichen Leiter. Wer hat denn die Leiter so überängstlich gemacht? Der Dekoleiter zum Beispiel war eigentlich nie ängstlich. Bis eines schönen Tages der zuständige Minister... Bitte keinen Namen. Bis also der zuständige Minister namens... des Weges kam und meinte, da weihnachtet ein Schaufenster zu früh. Er sagte seine Meinung der Bezirksleitung, die Bezirksleitung sagte ihre Meinung dem Kreis, dann großer Zusammenpfiff bei der HO und die Oktoberrevolution musste nochmal siegreich für 2 Tage ins Schaufenster. So entwickelt man allseits dressierte Persönlichkeiten. Ach, das geht doch schon... Geht schon in der Schule los, sehe ich an meinem Neffen. Er wird seit Wochen beknüppelt, weil er Medizin studieren und nur 1,5 Jahre Armee machen will. Moment mal, ja, den Fall kenne ich. Dein Herr Neffe zeigt sich derart unbelehrbar. Aber alles einzeln. Die kann doch jeder haben. Er macht ja seine 1,5 Jahre. Umso eher ist er fertig und kann dem Staat als Mediziner dienen. Als Mediziner kann jeder, aber Armee, da könnte er sich endlich mal dankbar erweisen. Doch wofür denn? Ja, für alles. Für Krippe, Kindergarten, Schulspeisung, die ganzen Impfungen. Ja, die kann als Mediziner besser. Er hat noch so viel Zeit für Medizin. Ja, du musst ja nicht. 3 Jahre, Augen zu und durch, so einfach ist das. So einfach ist das eben nicht. Seit Wochen belegen sein Direktor, seine Lehrer, selbst seine FDJ, meinen Neffen, mit Aussprachen, Unterstellungen, Schikanen. Verteidigt er seinen Standpunkt, gilt er als renitent, schweigt er, gilt er als verstockt. Was wollen wir eigentlich? Standhafte Persönlichkeiten oder standhafte Zinnsoldaten? Wir wollen den mündigen Bürger, aber ihr wisst doch, wie das ist. Der Dressierte macht weniger Arbeit.
Moment mal, wie ist denn der Knabe mit nur anderthalb Jahren überhaupt auf die EOS gekommen? Na, damals hat er sich natürlich für 3 Jahre verpflichtet. Um überhaupt auf die EOS zu kommen. Er ist also wortbrüchig geworden. Er ist gereift zu einer neuen Überzeugung. Aha. Der Staat erpresst ein bisschen, der Bürger unterwandert ein bisschen. Eine feine dialektische Wechselwirkung. Nee. Also noch brauchen wir die Armee wenigstens auf dem Stand der Nicht-Angriffsfähigkeit. Ich meine, wir haben eine Berufslenkung. Und beim Lenken geht es nun mal nicht ohne leichten Druck. Andererseits hat unsere Jugend doch so viele Rechte. Recht auf Arbeit, Recht auf Bildung, Recht auf Erholung. Sogar das Recht auf Peter Maffay. Und wo bleiben das Recht auf Zweifel, Recht auf Irrtum und Recht auf Protest? Nee, du meinst Recht auf Randale. Recht auf Verprügeln, Recht auf Herrn Hitler, ja? Dagegen haben wir das Recht, uns zu schützen. Mit Staatsgewalt. Und zwar mit aller Schärfe. Da bin ich sehr für Staatsgewalt. Wenn aber auf der anderen Seite die Staatsgewalt so weit geht, dass einer, der partout die Welt sehen will... Wetter, da haben wir's. Diese unkontrollierte, schlecht vorbereitete Diskussion, das ist dein Werk. Wollten ihr doch eigentlich zeigen, wie rundherum zufrieden unsere Menschen sind. Und jetzt stehen wir da mit lauter offenen Fragen. Das ist doch ein echter Erfolg. Offene Fragen bringen doch mehr in Bewegung als vorgestanzte Antworten. Das ist aber ein gewaltiger Schritt fort von allem, was wir so schön gewohnt waren. Du sagst es. Ein Fortschritt. Wie sagt Genosse Esso? Es gibt viel zu tun. Packen wir es an.